Hi, an eurer Stelle würde ich in dieser Sendung gut aufpassen, denn am Ende der Sendung könnt ihr die ersten drei Folgen der Hörspielreihe Das schwarze Auge gewinnen. Also spitzt die Ohren und krallt euch Das schwarze Auge. Thank you.
Hallo, was hat der Komiker Markus Majorski von der Fernsehsendung Die Dreisten Drei bei der Hörspielmesse zu suchen? Was hat er für die Messe vorbereitet? Und was hat dann so mit der Sache zu tun? Fragen über Fragen und die Antworten gibt es jetzt von dem Sat.1-Comedian Markus Majorski. Coming to my house, baby. I'd like you.
Auch Erik Lehmann-Oberbeck war bei der Hörspielmesse in Hamburg dabei. Er ist erst 12 Jahre alt und im Hörspiel White Scorpions spricht er die Hauptrolle Ben. Das finden wir beeindruckend, aber nun auf die Plätze fertig, Hörspiel!
Und alle! Hey Leute, wisst ihr eigentlich, wie ein Hörspiel produziert wird? Heike Dine Körting ist Hörspielproduzentin und hat es uns erzählt. Sie arbeitet für Europa an verschiedenen Hörspielen, wie zum Beispiel den 3 Fragezeichen oder den 5 Freunden. Kevin hat sie interviewt. Glubsch doch einfach mal rein und los geht's! Moin, wir trafen 2 Sprecher, durch deren Mitwirken einige Folgen der Serien 3 Fragezeichen, Macabros, die Gruselserie und Hüllbu Kult geworden sind. Wie wird man für eine Hörspielrolle eingesetzt? Und ist es einem Sprecher klar, dass die Kassetten von Generationen gehört werden? Utz Richter sprach 1984 bei den 3 Fragezeichen McGee in der Folge Höhlenmensch und Michael von Rossbart in den 70er Jahren den bösen Grafen Julius in Hüllbu.
Kevin traf die Schauspieler, die noch heute in vielen Hörspielen eingesetzt werden. Uns rechter als Lois Goddard. Thank you.
Was macht eine Drei-Fragezeichen-Autorin auf einer Hörspielmesse in Hamburg? Das erfahrt ihr jetzt im Interview mit Kari Erloff, die übrigens auch schon einmal im Jugendzentrum Papenburg war. Viel Spaß! Hey Leute, wenn ihr regelmäßig GZSZ seht, kennt ihr bestimmt auch Dr. Gerner, der von Wolfgang Barrow gespielt wird. Er ist schon seit 17 Jahren dabei und außerdem ein großer Fan von Hörspielen. Wir haben ihn in Hamburg auf der Hörspiel getroffen. Seht selbst! We'll be right back.
Ich wette, jeder von euch kennt die drei Fragezeichenbücher. Doch bevor es überhaupt zu einem Hörspiel kommen kann, muss erst ein Drehbuch geschrieben werden. Doch wer schreibt eigentlich aus so einem Drei-Fragezeichen-Buch ein Hörspieldrehbuch? H.G. Francis, die Hörspiellegende, hat bis 1990 jedes Hörspieldrehbuch von den drei Fragezeichen geschrieben. Aber das ist noch nicht alles. Auch schrieb er für die bekannte Gruselserie. Ich hatte die Chance, die Legende kennenzulernen und es war wirklich cool. Hallo, es gibt Hörspielserien und legendäre Hörspielserien. Eine der besten und leider auch kürzesten Serien, die je erschienen ist, ist die Macabros-Reihe von Europa. Unter dem Pseudonym Charlie Graul schrieben Douglas Welbart, seine Frau Katja Brügger und Bertram von Boxberg die Hörspieldrehbücher um Larry Brand und Macabros. Die Macabros-Reihe wurde 1983 und 84 produziert. In den 90er Jahren erreichten die Preise auf Flohmärkten um die 200 Mark pro Folge. Viele Sagen und Gerüchte ranken sich um die Einstellung der Reihe. Julia traf den Mann, der in der Hörspielserie zum zweiten Mal lebt. Björn Hellmark, alias Macabros. Bitteschön. Thank you.
Thank you.
Verletzungen. Auf dem Hörspiel 2009 wurde erstmals die Auszeichnung Hörspieler des Jahres verliehen. Den Preis, der von einer fünfköpfigen Jury auf der Livebühne ausgegeben wurde, erhielten fünf wichtige Persönlichkeiten aus der Hörspielszene. Das waren das Vollplayback-Theater, Sven Stricker, Hörspielregisseur, Hela Fitzen, Produktmanagerin, Hennis Bender, Comedian und HG Francis, Drehbuchautor. Herzlichen Glückwunsch auch noch einmal von uns. Hey ihr Lauscher, das war's von uns. Die Hörspiel war auf ihrem letzten Jahr ein Knüller. Wir konnten wieder bekannte Hörspielsprecher sehen und vor allem hören. Die alte Hörspielsendung ist auch noch aufrufbar. Dort könnt ihr noch einmal reinschauen. Und wie ihr am Anfang der Sendung gehört habt, haben wir ein Gewinnspiel für euch. Bis zum 10. Juli solltet ihr diese Fragen beantworten und an die eingeblendete Adresse schicken. Woran arbeitet HG Francis zurzeit? Zu gewinnen gibt es 3 Hörspiele von das Schwarze Auge. Wir freuen uns schon auf die nächste Hörspielmesse. Habt ihr jetzt auch Lust bekommen, zum Hörspiel zu gehen? Vielleicht sehen wir uns ja.